Bildungsmedien werden digital. Das ist die Botschaft des zweiten Messetages. Insgesamt 27 deutsche Bildungsmedienverlage stellten das Portal Digitale Schulbücher vor. In diesem speziellen Bücherregal sollen den Schülern und Lehrern ab dem Schuljahr 2012 Schulbücher in digitaler Form zur Verfügung stehen. Mit einigen hundert Büchern wollen die Verlage an den Start gehen. Um diese Bücher überhaupt nutzen zu können, braucht es die passende Ausstattung. Da hapert es bislang noch an den Schulen in Deutschland. Die neu gegründete Initiative Bündnis für Bildung zeigt auf der Didakta, wie sie Schwung in die Entwicklung bringt. Es ist Schluss mit Pilotprojekten in Deutschland. Wir haben gezeigt, dass Technologie funktioniert. Und es geht jetzt wirklich um eine breite Initiative mit der Industrie, mit den Verlagen, natürlich auch mit den Kultusministerien, hier dieses Bündnis für Bildung auch in die Tat umzusetzen. Prämiert wurde wieder das Beste, was bereits jetzt schon zum digitalen Lernen angeboten wird. Der niedersächsische Kultusminister verlieh den Digita 2012 unter anderem für das Projekt Internet-ABC und für die App Berliner Mauer. Aber egal, welches Medium eingesetzt wird, entscheidend bleibt die Qualität des Unterrichts. Auch dafür gab es einen Preis. Gerade weil es solch einen PISA-Tunnelblick gibt, deshalb ist es wichtig, auch alles das, was man nicht in Kompetenzfortschritt messen kann, in den Blick zu nehmen. Also Schule ist wirklich noch für etwas anderes da, als nur Kompetenzen zu vermitteln. Doch wie wird ein Lehrer ein guter Lehrer? Diese Frage wurde auf dem Hochschultag in Hannover diskutiert. Wir wissen aus der Lehrerbildungsforschung, dass Lehrer Experten für ihr Fach sein sollten. Das alleine reicht natürlich nicht, sondern wir brauchen auch darüber hinausgehend fachdidaktische Kompetenzen, also das Wissen, wie Schüler lernen, welche typischen Fehler Schüler denn eigentlich machen. Und wir brauchen erziehungswissenschaftliche Kompetenzen, Wissen über guten Unterricht, über Klassenmanagement, aber auch über die Organisation von Schule. Die bildungspolitischen Diskussionen kamen auch heute auf der Messe nicht zu kurz. So debattierte etwa der Bundesvorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, mit dem niedersächsischen Kultusminister Bernd Althusmann, ob und wie Schule in der Einwanderungsgesellschaft gelingen kann. Auch die Didakta blickt längst schon über den Tellerrand und nicht nur auf den deutschen oder den deutschsprachigen Raum. Das machte zum Beispiel die Delegation aus Saudi-Arabien deutlich. Deutschland und die arabische Welt können sich viel ergänzen. Die Know-how, Transfer, Berufsbildung, und die sind Themen, die mit dem deutschen System verbunden und in die arabischen Länder sehen wir mit Bewunderung. Wir sehen ein hohes Potenzial für diese Kooperation.